Nicht nur der Reiter, auch das Pferd benötigt für die einzelnen Disziplinen im Reitsport die entsprechende Ausrüstung. Gemeinsam mit Reit-TV-Teamreiterin Antonia zeigen wir, was zur Ausrüstung des Springpferdes dazugehört. Bevor wir mit dem Springtraining beginnen können, müssen wir unser Pferd natürlich dementsprechend ausstatten und wir fangen an mit den Gamaschen. Bei den Gamaschen ist wichtig, dass man sie zwar stramm zieht, aber natürlich nicht zu stramm, damit man die Blutzirkulation nicht unterbricht. Beim Springen ist wichtig, dass die Gamaschen nicht zu groß sind, denn wenn die Pferde die Füße über dem Sprung einziehen und die Hufe anfangen einzuklappen, dürfen die Gamaschen hier unten natürlich nicht drücken und es dürfen keine Scheuerstellen entstehen und deswegen sollten die Gamaschen nur wirklich bis über den Fesselkopf gehen. Hat man ein Pferd, dessen Hinterhand im Galopp sehr weit nach vorne greift, ist es ratsam, auch auf Sprungglocken zurückzugreifen. Diese verhindern, dass das Pferd sich selbst ein Vordereisen abziehen kann und schützen zudem vor schmerzhaften Ballentritten. Beim Springtraining kann man natürlich einen ganz normalen Gurt verwenden. Man kann aber auch einen sogenannten Stollengurt benutzen, der hier noch einen Latz hat. Bei Pferden, die sehr vorsichtig über dem Sprung sind und die Beine sehr unter den Bauch ziehen, ist der sehr gut, damit sie sich halt nicht gegen den Bauch treten. Oder wenn man natürlich auch auf dem Turnier ist, wo ein Rasenplatz ist, man Stollen drin hat, schützt der natürlich auch davor, dass sich das Pferd mit dem Stollen nicht unter den Bauch wehtun kann. Wer regelmäßig springt und auch die Teilnahme an Turnieren plant, benötigt zum korrekten Ausüben der Disziplin ebenfalls einen passenden Sattel. Ab einer Höhe im A- und L-Springen kann auch ein Vielseitigkeitssattel mit dem Schwerpunkt Springen dem Pferd nicht mehr den Freiraum verschaffen, den es benötigt, um sich über dem Sprung entfalten zu können. Zudem kommt auch der Reiter nur in einem Springsattel in die korrekte Position, um sein Pferd im Bewegungsablauf über dem Sprung nicht zu stören. Zum Springtraining kann man natürlich auch ein Vorderzeug verwenden. Dieses dient dazu, dass der Sattel beim Springen nicht nach hinten rutscht. An dem Vorderzeug ist auch eine Martingale-Gabel befestigt. Diese dient dazu, dass wenn das Pferd im Parcours versucht, sich aus der Anlehnung herauszuheben, einen leichten Widerstand bekommt, dass es für den Reiter einfacher ist, den Parcours harmonischer zu beenden, da er einfach ein bisschen Hilfe hat, um die Anlehnung konstant zu halten. Die Zügel zieht man immer von unten durch die Martingale-Ringe. So dass sie wirklich einfach locker, ohne irgendeine Verkantung am Zügel sind. Der Vorteil des Martingals ist, dass es nur zum Einsatz kommt, wenn das Pferd sich den Hilfen entziehen will. Ist das Pferd korrekt in der Anlehnung, wird das Martingal nicht weiter stören, wenn es in einer korrekten Länge verschnallt ist. Eine Martingalgabel sollte immer gut so, wenn das Pferd den Kopf normal hält, bis hier oben zur Ganasche gehen, damit halt wirklich beim normalen Reiten die Martingalgabel ruhig durchhängt und so eine normale Verbindung zum Maul aufgebaut werden kann. An einer Springtrense sollten an den Zügeln die sogenannten Martingalstopper sein. Diese dienen dazu, dass die Martingalringe sich nicht in der Schlaufe oder in der Schnalle von dem Zügel verheddern können. Das Vorderzeug wird unten an dem Stollengurt, bei diesem jetzt hier, an einem Karabinerhaken festgemacht. Es gibt aber auch Stollengurte, da ist hier einfach eine Lederschlaufe, wo man dann das Vorderzeug drin festmacht. An diesem Vorderzeug haben wir unten ein Fell. Dies dient vor allem dazu, dass die Pferde über dem Sprung nicht einfußen können. Das bedeutet, dass sie hier nicht mit dem Eisen drin hängen bleiben können. Und es schützt natürlich auch vor Scheuerstellen. Mit der richtigen Ausrüstung kann das Springtraining beginnen.